Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved im Double Player. Hallöchen! Ja. Ja, wir sind schon groß ausgerüstet mit allem möglichen Zeug. Wir wollen mal wieder ein bisschen was erleben, nicht immer nur bauen. Was wollen wir denn erleben, sprich? Ja, wir fliegen jetzt ein bisschen ins Schneebiom und wir dachten, es wird mal Zeit für einen Hirsch, also einen Megalozeros. Und ja, da schauen wir jetzt mal, ob wir da was finden. Das ist hoffentlich erfolgreicher wird als das mit den Terrorbirds. Und ja, da fliegen wir mal los und schauen mal, ob wir da was finden, was Schönes. Da haben wir auch schon für Kibbel gemacht. Die fressen die Morphodon-Kibbel. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn da im Wasser los mit dem Hai? Ach, die haben da eine Schildkröte. Schön, dass wir jetzt hier auch überall Quetzal haben. Jo, müssen wir nicht mehr so weit fliegen das nächste Mal. Ja. Irgendwann kommt der nächste. Und es wird ein Mädchen. So. Unser Bronto, den wir wollen, der schweift ganz schön weit in den Schneebiom ab. Der ist ja links gerade von uns. Na toll. Am besten kommen noch die Wölfe und fressen den. Schöner Wolf hier unten. Schön grau. So, aber auf der Suche nach einem Wolf sind wir nicht. Da unten ist ein T-Rex. Das suchen wir eigentlich jetzt auch nicht. Ja, hätte sein können. Hier ist noch ein Wolf. Hier ist ein Wulirino davon. Was ist da? Ein Wulirino. Oh. Suchen wir leider auch nicht. Das ist eine ganze Wulirino-Familie hier, ne? Da ist was. Irgendwas spastet im... Hier. Das ist ein Trike. Daneben ist ein Megalozeros. Ein Mädchen. Ein braunes. Level 40 hoch, ja. So, brauchen wir nur noch ein Männchen. Wir wollen nämlich gleich zwei auf einmal. Ja, wir dachten uns, ja, wir machen gleich. Wenn dann richtig, ne? Wenn schon, denn schon. Dann suchen wir mal noch, halten wir mal nach einem Geweih Ausschau. Oder sollen wir das hier erstmal ins Termingehege schmeißen? Wegen Stamina oder so. Das können wir eigentlich auch machen. Aber hier ist eins, komm zu mir. Ich komme zu dir. Wenn mich nicht alles täuscht aus der Ferne. Ja. Links von mir. Oh, ein schöner. Wo bist du? Achso, du hast ihn schon. Gut. 48er. Ja, passt. Na dann, ab zum Tamegehege. Der blutet voll. Ja, deswegen. Da war ja ein Haufen los. Ja, wir bringen die ins Tamegehege, weil das halten wir wahrscheinlich nicht aus, die in freier Natur einfach so zu tamen. Mit den ganzen Gefahren und all, was hier so rum. Ja, die Wölfe sind halt hauptsächlich irgendwie ein bisschen nervig. Die fressen vermutlich erst die Viecher und dann uns oder keine Ahnung. Ist so wesentlich stressfreier und angenehmer. Wie schaut's denn bei dir aus mit Stamina? Die unter der Spitze noch, also ich komme noch bis hin eigentlich. Ja, ich denke auch, dass ich noch bis hinkommen sollte. Das Geweih sieht voll cool aus von den Viechern, ich finde das echt gut. Aber die sind mega dick, oder? Ein bisschen. Ist deine auch so dick? Schon. Also die ist ja wirklich... Hat schon ein bisschen was, ne? Oh, hier ist noch die Tür auf. Oh, hier haben wir keine Tür. Ich hoffe, die kommen da nicht durch. Na gut. Kommen die durch? Hm? Wo kommen die durch? Ja, wir haben doch vorne eine normale Tür. Eine Menschentür. Ja. Und da ist keine Tür drin. Sondern ist nur der Türrahmen. Warum haben wir da keine Tür? Ich weiß es nicht. Das ist echt ein bisschen merkwürdig, aber okay. So. Ich Männchen, du Weibchen, andersrum.
Ja. Also du Weibchen. Ja. Lock ich mal ein bisschen weg hier. Ach ne, die rennen ja weg. Oh, man hat neuerdings jetzt eine Anzeige, ob man getroffen hat, wie sie Ja, das ist aussehen. schön, gell? Ich finde das ja äußerst angenehm. Der hat nicht getroffen. Meiner? Doch. Nein, meiner. Voll in den Hintern. Meine liegt. Ja, jetzt, ich warte mal auf alle Fälle noch, bis meiner vielleicht wegrennt. Hoffentlich, da hinten. Ne. Soll ich auch drauf schießen? Nee, lass mal lieber. Kann ich die ganzen Pfeile nicht einsammeln? Nein, natürlich nicht. Die sind jetzt verbraucht. Okay. Liegt Ja. in beiden drin, Narkotik. Kibbel hast du. Da müssen wir jetzt ein bisschen nur aufpassen, dass die ja nicht zu viel Kippe dann wegfressen. Ja, pack's erstmal in jeden 5 oder so rein. Ja, das reicht eigentlich. Und dann müssen wir Wahrscheinlich. halt immer mal wieder nachfüllen. Ich hole mir die 2 Vögel schon mal her. Schön, wie sie da liegen. Und du mittendrin, ey. Was? Und du mittendrin. Ja, aber das sieht schon schlimm aus, oder? Dass die kein Geweih hat. Ich weiß nicht, sieht voll komisch aus. Wie lange brauchen die jetzt? Weiß ich doch nicht. Ich dachte, du hättest mal nachgeguckt. Nö. Guckst immer nach. Ja, ich schaue. Einmal mit Profis arbeiten, gell? Ja. So. Wir haben eigentlich noch gar keinen Stall für die. Wo tun wir die rein? Das stimmt. Schön, dass wir einen Bärenstall gebaut haben, aber noch keine Bären haben. Dafür holen wir jetzt die. Ja, keine Ahnung. Irgendwo. Und wenn wir sie bloß auf die Plattform stellen oder meinetwegen dabei zu den Stegos oder so, da ist ja auch noch ordentlich Platz. Also 20 Minuten brauchen sie auf Level 50. Laut Tabelle. Laut Tabelle. Also 10 Minuten bei uns. Ein bisschen, ja. Ja, um die 10 Minuten, ja. Ja, na dann. Das ist doch perfekt. Ja, sie haben auch so ein Sechstel bis ein Fünftel jetzt durch einmal Fressen dazu bekommen, beide. Ja. Wie viel Narkotik brauchen sie eigentlich? Was ist denn beim höchsten? 21. Was ist denn hier? Wieso kann ich denn hier nicht lang gehen? Ich kann's auch nicht. Wow, was ist hier? Ach so, das ist ey. Schon ein bisschen merkwürdig. Müssen wir mal gucken, ob es nachher geht, wenn die 2 Viecher hier weg sind. Warum haben wir schon einen Sattel oder sowas für die? Haben wir auch noch nicht Ich gehabt. wollte auch gerade fragen. Gut. Warte, ich schau mal, soll ich mal nach Hause fliegen? Also, gelernt habe ich keinen. Ich kann mal nach Hause fliegen und schauen, ob wir einen haben. Du passt mal drauf auf. Hätte ich dir die restlichen Kippe mal noch da lassen sollen? Bin festgeparkt. Ernsthaft. Ich bin gleich wieder da. Ja, kein Stress. Du kannst aber mal schauen, ob du ihn gelernt hast. Ich habe sicher noch nicht gelernt. Ja, jetzt bin ich wieder unten. Nummer 1 ist bei der Hälfte und Nummer 2 frisst hoffentlich auch gleich. So, wir haben ja hier so viele Blueprints.
Ichisago, Mammut, alles mögliche an Scheiß, wir haben bestimmt keinen. Du kannst auch einfach suchen oben in der Leiste. Das wäre zu einfach. Wir haben keinen. Nö, okay, dann kannst du lernen. Oh, und dann baue ich gleich mal. Ja, kannst du machen. Oh mein Gott, ich darf mal was lernen. Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass ich bis jetzt noch nicht viel machen konnte. Es wird ein bisschen warm hier drin, habe ich das Gefühl. Bei uns? Ja. Nö. Also ich find's nicht toll warm. Ich find's angenehm. Äußerst angenehm. Warm ist was anderes. Das ist, wenn es 30 Grad ist. Ja, wir sind bei 28,5 hier drin. Echt? Ja. Ja, wir spielen in unserem kleinen Arbeitszimmer, Dachgeschosswohnung und ja, es ist schön warm. Wir haben immer Sommer. Im Winter ist es toll, im Winter braucht man hier keine Heizung, wenn die PCs laufen. Das ist perfekt. So. Also, ich glaube, sie braucht kein Kibbel mehr. Da könnte man mit 5 tatsächlich auskommen. Er wird vielleicht noch eins brauchen. Aber du hast recht, das sieht echt hässlich aus bei ihr. Das haben sie komisch gemacht. Da ohne Sieht das, ohne dem nicht Geweih. hübsch aus, ha? Nö. Das ist ja. Hockst du gerade mitten drauf? Sieht aus. Na, ich bin wieder festgepackt. Warte, bleib bitte so ein Bildchen. So. Sieht ja hübsch aus. Ich schwebe. So, ich entpacke mich mal kurz selber. Du Cheater! Ja, ich cheate. Immer aus dem Weg. Ja, Mensch. Halt, das ist dein Vogel. Ist richtig. Das ist mein. Da darf man den ganzen Müll tragen hier. Wie viele Schüsse hast du für ihn gebraucht? Ups. Moment, Moment, ich muss meine Handschuhe wieder einsammeln. Ah, hier. So. Ich habe jetzt noch 42, ich hatte 51, sprich 9 Schüsse. Mensch, brauchst du viel? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Nö, 51 minus. Nö. 51 bis 2. Ja, nö, passt doch. Sind 9 Schüsse. Ist richtig, ja? Ja? Na, wo ist jetzt dann dein Problem? Nichts. Naja. Was machen wir eigentlich hier mit unserem Sommerhaus? In das irgendwie ein Stein reinragt mittlerweile wieder. Voll der fette Felsbrocken hier. Ja, das soll so. Wir haben Das endlich ist. wieder Kohls. Es ist in den. Ja, das stimmt. Tatsächlich stimmt, ja. Da hast du ja. Wieso hatten wir die eigentlich nicht? Ach so, weil ich. Ja. Ja, weil du alles killen musstest. Du wolltest es auch, dass wir mal alle wilden Dinos zerstören, damit die neuen implementierten auch mal kommen. Ja, der Stein, der ist doch schick. Das hat halt sowas. Das passt echt früher, also den würde ich auch lassen. Das ist ein bisschen Ja, halt wie in Fels reingebaut. genau. Komm, springen. Achso, passt eigentlich noch jemand auf die zwei Viecher auf? Nö, gut. Ich renne gerade hin. Achso, ich hab Bleib mal dich. ganz entspannt hier. Ich hab dich mal wieder nicht gesehen. Ach so. Was kosten die Sättel eigentlich? So an Material? Fiber, Hide, aber nicht extremst viel. Also ich habe jetzt Ja, gut. nicht so drauf Davon geachtet. Die haben wir gehen ja. auch nur im Dings. Smithy. Naja, Fiber und Hide hat man eh immer genug.
Ja, vor allem jetzt mit dieser Sichel. Oder wir stellen sie oben noch dazu oder so zu Trike und Co. Oh nee. Da ist schon recht voll, gell? Das ist so zugemüllt. Parastall, da kommt hinten hin, oder? Den müssen wir auch mal irgendwann machen. Ja, den müssen wir auch mal irgendwann machen. Aber wir müssen noch so viel machen. Komm, Uschi, steh auf. Gut. Oh Gott. Kriegt erstmal noch keinen Namen. Oh, die hören sich an. Können die angreifen? Nö. Die können nicht angreifen? Nö. Was können die denn? Das sind nur Reittiere. Es sieht so hässlich aus am Kopf da, ey. Kannst versuchen mal anzugreifen. Aber flitzen können sie, gell? Schützen können sie. Naja, wenn wir schnell mal irgendwo hin wollen, sind unsere Reittierchen. Hast du schon eine Idee für einen Namen? Keine Ahnung. Hm. Dann muss ich mir mal noch einen Namen einfallen lassen. Ja. Die Liste müssen wir dann noch aktualisieren bei Gelegenheit. Ich weiß nicht, zu ihm passt Abraham. Wer ist so bärtig? Okay. Na los, steh auf. Aber er sieht schon irgendwie majestätischer aus, gell? Ja, also besser als das komische Vieh hier. Also ich weiß nicht, ich finde die weiblichen echt hässlich. Nee, D heißt du nicht. Du heißt einfach noch gar nicht. Heißt er jetzt Abraham? Nein. Warum? Ich will auch mal auf ihn rein. Ach, er kann angreifen. Sie nicht? Lass mich mal, ich will auch mal drauf sitzen. Oh, ich stehe im Federkleid von Ale. Naja, sieht schon geil aus, oder? Also das Geweih ist ja echt mächtig. Ach so, oh, abgesoffen. Das Vieh folgt dir noch, na toll. Dann brauche ich jetzt noch nicht wegfliegen. Ach, du reitest heim. Ja. Der ist voll schön. Drück mal U, Verdammt. bitte. Verdammt, ich kann doch nicht heimreiten. Drück mal U, bitte. Bitteschön. Obwohl, ich kann bestimmt hier drüber klettern über den Fels. Ich habe ja so eine Kuh hier. Ja, siehst du? Ich trick sie alle aus. Oh, na toll, jetzt folgt mir L nicht mehr, weil ich U gedrückt habe. Super ausgetrickst. Ich bin stolz auf dich. Nein! Ich flieg dich doch nur über die Mauer. Aslan wäre ein perfekter Name. Nee, eigentlich auch nicht. Aber, na toll, schön hast du es gemacht mit L.
Was denn? Toll, dir rennt der Megalozeros noch hinterher. Ja, Drück U. weißt du mal, wie das ist? Nein. Aber irgendeinen schönen Namen braucht er, so Konstantin oder so. Ich dachte, das ist ein schöner Name. Konstantin ist doch ein schöner Name. Von einem, der studiert, dessen Freund heißt Konradin. Das klingt doch voll merkwürdig, oder? So. In der Hoffnung daran, dass sie das nie gucken wird, weil den Namen gibt es wahrscheinlich so oft. So, wo stellen wir die zwei jetzt hin? Ich habe sie erstmal auf die Plattform geworfen. 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 Hättest du nicht wundervoll einparken können? Ja, wohin denn? Das wissen wir ja noch nicht so ganz. Irgendwie sind sie voll wundervoll. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Mach nur. Ich weiß nicht, ob der da hinten noch zu fressen bekommt, gell? Ich wollte es mal. Ja, schwimm doch durch die Gegend. Ich schwimme doch gar nicht, ich bin gesprungen. So, wir machen aber auch mal einen Cut an der Stelle hier, bevor Ja. noch irgendein Scheiß passiert. Muss nicht in der Aufnahme landen. Wer weiß, was dir noch alles einfällt hier jetzt. Ich bin am Verhungern, sehr schön. Genau sowas meinte Oh, ich. die küssen sich. Oh Gott. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüssi.